Die Überreste eines Geschosses liegen auf einem Weinberg im Süden der Ukraine. Winzer Pavlo Magalias hat schon eine ganze Sammlung davon. Streubomben, die seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf seinem Weinberg gelandet sind. Ursprünglich stammte Magalias aus Moldawien. Seit 2013 baut er im Süden der Ukraine Wein an. Was früher ein idyllischer Rückzugsort war, birgt nun viele Gefahren. Das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist Hass auf die Russen. Er nimmt dich ganz in Anspruch und du möchtest sie einfach in Stücke zerquetschen und wegwerfen. Niemand hat jemanden angefasst. Wir haben einfach nur gearbeitet. Und sie sind eingefallen. Warum sind sie gekommen? Was zum Teufel wollen sie? Das Weingut liegt am Fluss Bug. Zu Beginn der Invasion rückten russische Truppen bis zur gegenüberliegenden Flussseite vor, südlich der Stadt Mykolaiv. Von dort schossen sie über den Fluss auf ukrainische Stellungen. Der Krieg wütete rund um das Weingut herum. Sie können hier sehen, dass sie Krach machen und auf dieser Seite schießen. Aber wir arbeiten weiter. Was können wir tun? Wir müssen etwas zum Leben haben. Wir müssen arbeiten. Dank der Waffen, die Ukraine von Verbündeten bekam, konnten die russischen Kräfte zurückgedrängt werden. Inzwischen ist die gegenüberliegende Flussseite umkämpft. Magalias und seine Angestellten nehmen die ständigen Explosionen kaum noch wahr. Der Winzer blickt optimistisch in die Zukunft. Das ist das Jahr. Die Trauben geben dieses Jahr sehr viel. Sie geben alles. Sie können sehen, dass sie gut sind. Die Eigenschaften, wir haben die chemische Analyse gemacht. Es ist alles gut. Der Wein wird gut sein. Er könnte nach Schießpulver riechen, aber er wird gut sein. Dieses Jahr ist ein großartiges Jahr, hundertprozentig. Trotz des Krieges habe er nie darüber nachgedacht zu fliehen, sagt Magalias. Die Rebstöcke, die vom Artilleriefeuer zerstört wurden, sie wachsen schon wieder nach.